So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr schon gelesen habt, das sind die alten Sorgenfresser, die ich mal ab und zu mal aufgemacht habe. Das Display ist blau. Tada! Und hier sind sie nun. Die brandneuen Sorgenfresser-Serie. Ein ganzes Display ist in grün gehalten. Jetzt fragt mich bitte nicht, warum der Karton so aussieht. Ich habe es abgeholt, in den Rucksack reingepackt und mit dem Fahrrad nach hier gekommen. Es passte nicht ganz in den Rucksack, deswegen ein paar Beulen. Aber nichtsdestotrotz, es geht ja nur um die Sammelfiguren da drinnen. Das sind die neuen nun. Wie ihr seht, der sieht richtig cool aus als Pirat. Oder hier mit langen Ohren. Sieht eher aus wie ein Hase. 10 neue Sammelfiguren. Ein Tütchen für 2,99 €. Nicht zu verwechseln, das sind die alten. In Blau. Da hat der Pirat noch gar keine Mütze auf. Und in der neue hat er sie. Also, jetzt wollen wir mal anfangen, das Display zu öffnen. Total Schaden. Einmal wieder zusammenkleben. Na, kann ich wieder richtig zusammenkleben. Also. Und was auch nicht zu verwechseln ist, wie ihr seht, die alten, die waren so orange-rosa, die Tütchen. Und jetzt sind sie grün-weiß. Und jetzt werde ich mal anfangen. Es steht auch ganz groß oben nur drauf. Neue Serie. Und jetzt wollen wir anfangen, die Figuren auszupacken. Das sind die Beipackzettel dabei. Und wie ihr seht, habt ihr diesmal drei Briefe für die Sorgenfresser jeweils. Könnt ihr hier abschneiden. Drei kleine Briefe, das sind sie. Kommen wir zu die eigentliche Figur. Aha. Die sieht schon richtig witzig aus, finde ich. Richtig cool gemacht. Auch schön groß, dass man die nicht übersieht. Ein Tütchen von hinten. Ach, der mit den Schlappohren. In Schweinchenpink. Also ich muss sagen, die neue Serie, die gefällt mir richtig gut. Der ähnelt ein Fisch mit der Lampe da oben drauf. Sieht richtig witzig aus. So, zwei Tütchen öffne ich jetzt noch, bevor das Video zu lang wird. Ihr wisst ja, ich stehe nicht so auf lange Videos. Und wo ihr die natürlich sicher und bequem bestellen könnt, die neuen Sorgenfresser. Die sieht auch richtig gut aus. Also ich muss sagen, die gefallen mir, die Serie, die neue. Werde ich natürlich immer unter ein Video verlinken. Komme nun zum fünften und letzten Tütchen für heute. Och, der ist ja süß. Mit dem Herz, der ist richtig süß. Also, das sind jetzt die neuen Sorgenfresser. Ich hoffe, ich konnte sie euch nahebringen. Die sehen richtig gut aus, wie ich finde. Den ersten, den ich drin hatte. Den zweiten. Der dritte ist richtig schön fett.
Ein Schweinchen pink mit langen Ohren, wie ein Häschen. Und der Süße mit dem Herz. Also, das sind die ersten fünf der neuen Sorgenfresser-Serie. Wie es euch gefallen habt oder ob ihr diese selber sammelt, könnt ihr mir auf jeden Fall posten oder solltet ihr mir posten, weil dann werde ich noch weitere Tüten öffnen, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt, werde ich unter dem Video verlinken und sage jetzt erstmal, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.